Ja, der große Moment ist gekommen. Ein Sieger oder eine Siegerin steht fest. Zunächst mal, jetzt kommt natürlich das, was kommen muss. Alle waren irgendwie Sieger. Und wir haben gerade beim Auszählen festgestellt, dass wir nicht alleine sind in diesem Glauben. Es waren doch sehr viele Zettel, auf denen tatsächlich alle angekreuzt waren. Und trotzdem mussten wir am Ende die Auszählung immer weiter fortsetzen und wir haben da jemanden. Es gibt einen besonderen Preis, Michaela hat ihn schon in der Hand. Ehe wir ihn übergeben, sage ich zwei, drei Takte dazu. Hörend und rufend sehen wir ihn, den Prediger. Dies soll durchaus ein Pokal sein, eine Trophäe, die in den nächsten Jahren noch öfters übergeben wird. Ich glaube, dass heute sehr, sehr viele junge Leute hier waren, die gesagt haben, Mensch, beim nächsten Mal wäre ich auch gerne dabei. Aber der oder diejenige, der oder die heute gewonnen hat, wird gleich da seinen Namen sogar noch eingraviert bekommen oder ihren Namen. Der Künstler, der das gestaltet hat, dem wir herzlich danken, ist Patrick Schoden. Ich habe eben gehört, dass er leider nicht da ist, aber ich glaube, ihr seht es von Weitem, wie schön es geworden ist. Da kann man auch mal so laut applaudieren, dass das hört, egal wo er gerade sitzt. Aber nun, Gewinner des ersten Münsteraner Preacher Slam am 2. November 2014 ist jemand, der sich heute Nachmittag möglicherweise beim VfL Bochum sehr geärgert hat. Wir gratulieren ganz herzlich dem Sieger Urs. Ich hätte nicht damit gerechnet. Herzlichen Dank. Denkt immer dran, wir wissen es nicht, wir glauben es nur. Aber das ist eine der zärtlichsten Sachen, die man tun kann. Glauben. Das ist unser Mehrgewinn. Ich glaube fest daran, selbst wenn auf der anderen Seite nichts ist, haben wir eine wundervolle, zärtliche Sache getan, indem wir Suchende sind. Und ich danke dem Herrn dafür. Und ich sage euch eine Sache, ich will ganz oft es wissen. Ich will es ganz oft wissen. Und ich danke ihm, dass er der Versuchung widersteht, uns einen Beweis zu schicken, damit wir zärtlich Suchende bleiben können. In diesem Sinne, gebt die Suche nicht auf. Es lohnt sich, auch wenn man nichts Beweisbares findet. Herzlichen Dank.